Ich würde mich mit Ihnen gerne ausführlich über Ihre Biografie unterhalten, aber zunächst interessiert mich doch noch Ihre Einschätzung der aktuellen Situation in der Ukraine. Wie beurteilen Sie da die Situation? Ja, man hatte gar nicht zur Kenntnis genommen, dass die Ukraine kein geeintes Land ist. Es gibt den westlichen Teil, der österreichisch war, ein bisschen zwischen den Kriegen auch polnisch, und der auch katholisch-orthodox ist. Also sie haben den orthodoxen, den byzantinischen Ritus, aber sind dem Papst unterstellt. Das macht einen enormen Unterschied zwischen dem Osten, der rein russisch tief orthodox ist, wo auch die Kosaken zu sagen haben. Und wenn es eine Lösung für die Ukraine geben sollte, wäre es im Grunde eine Föderation, eine Gruppierung föderierter Gebiete, die aber doch sorgfältig voneinander getrennt sind. In Kiew schaut auch keiner durch, da wird er auf dem Maidan dauernd manifestiert. Und auf der Krim ist es ziemlich eindeutig, die Krim ist überwiegend russisch. Putin, Russland hat die Macht auf der Krim übernommen. Wird Putin sich damit zufrieden geben oder marschiert er am Ende auch noch im Osten und Süden der Ukraine ein? Nein, Putin ist ja ein Mann des Geheimdienstes. Er weiß, wie weit er gehen kann. Er versteht es auch, seine Karten auszuspielen. Das hat er jetzt in Syrien gezeigt. Und dass er wieder die Oberhoheit, Kontrolle über die Krim haben will, verstehe ich durchaus. Ja. Abgesehen davon, was soll das hier, dieses ewige Polemisieren gegen Putin? Wen will man denn an die Stelle setzen? Russland ist immer autokratisch regiert worden. Und wenn wir heute Peter den Großen bewundern, der wirklich eine absolut bemerkenswerte Persönlichkeit war, zart war der nicht. Sie haben Putin persönlich kennengelernt. Was haben Sie denn für einen Eindruck von ihm gewonnen? Ja, man merkt ihm schon seine Vergangenheit als Geheimdienstoffizier an. Aber er ist höflich, er ist gut informiert und beantwortet alle Fragen. Sie haben 2006, also vor 8 Jahren, eine Dokumentation gedreht unter dem Titel Russland im Zangengriff. Da schildern Sie, wie Russland sich eingekreist und bedroht sieht und warum die Ukraine so unverzichtbar ist für Russland. Und da wollen wir uns mal kurz Ihre Einschätzung von damals anschauen. Man versetze sich in die Lage der russischen Patrioten. Die NATO dehnt ihren militärischen Einfluss über die willfährige Ukraine bis zum Don aus. In Fernost blickt Moskau voll Sorge auf seine menschenleere Taiga-Region und die boomende Großmacht China jenseits des Amur. Dazu kommt innerhalb der eigenen Grenzen ein muslimischer Bevölkerungsanteil von 20 Millionen, der seine Identität im koranischen Glauben sucht. Für Wladimir Putin ist der Abfall der Ukraine schwer erträglich. Jeder erinnert sich an die stürmische Begeisterung der Orange-Revolution auf dem Maidan von Kiew, die dem Separatismus zum Sieg verhalf. Die Helden dieser national-ukrainischen Volkserhebung, an ihrer Spitze Präsident Viktor Juschenko, haben seitdem ihr Prestige eingebüßt. Gegengewicht und Kontrast zu Kiew bildet im Osten der Ukraine das Industrierevier Donbass mit der Stadt Donetsk, die einmal Stalino hieß. In dieser Landschaft von Stahlwerken und Zechen ist die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg längst nicht verblasst. Die Masse der Bevölkerung bekennt sich zur russischen Nationalität. Nach dem Verlust der Ukraine sei Russland dazu verurteilt, ein überwiegend asiatisches Imperium zu werden. So verlocken bereits einige einflussreiche Ideologen in Washington. Und viele Europäer schließen sich diesem neuen Drang nach Osten der NATO an. Aber zumindest die Deutschen müssten wissen,
dass nur 300 Kilometer von dieser Grenze des Donbass entfernt eine Stadt liegt, die Stalingrad hieß. Und noch einmal 100 Kilometer nach Osten beginnt das Territorium der zentralasiatischen und überwiegend muslimischen Republik Kasachstan. Man muss das noch mal sagen, diese Analyse ist 8 Jahre alt, stammt von 2006, aber die gilt 1:1 noch heute. Das ist mir meistens in meinem Leben passiert, ohne Eitelkeit. Aber in dem Fall von Europa muss man wirklich sagen, die Europäer müssen im Moment darauf bedacht sein, ihre Kräfte zu konzentrieren und nicht zu expandieren. Schon Rumänien und Bulgarien wahrscheinlich schon zu viel. Jetzt diese riesige Ukraine noch dazu, wäre völliger Unsinn. Und der amerikanische Staatssekretär gesagt hat, fuck the EU, hat im Grunde einem vernünftigen Reflex entsprochen, so bitter das für uns auch klingt. Die Russen sind ja in Sorge, dass das, was der Westen hier in der Ukraine macht, keine selbstlose Unterstützung einer Freiheitsbewegung ist, sondern in Wirklichkeit Teil einer Strategie der NATO, der USA, der EU, die Grenzen der NATO bis nach Georgien, bis in die Ukraine auszudehnen und am Ende Russland in die Knie zu zwingen. Ist da was dran an dieser Furcht der Russen? Da ist zweifellos was dran. Ich sage nicht, dass alle diese Meinung vertreten. Es gibt auch in Washington hochintelligente Leute. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als sei man darauf aus, die Russen zurückzudrängen. Man spielt kalter Krieg auf einmal. Man redet von Sanktionen, was für die Europäer völlig blödsinnig ist. Wir würden mehr unter den Sanktionen leiden als die Russen. Es ist also wirklich ein Spiel im Gange, was gar zu grotesk ist. Und dieses ständige Putin-Bashing, auch ein Steiner-Bashing, gegen China schien man auch zu viel, gegen Iran, was hat uns Iran getan, schien man auch zum Felde. Die Europäer verschätzen sich völlig in ihre Rolle. Sie sind keine Weltmacht mehr und haben in der Welt nichts mehr zu sagen. Aber was bedeutet denn das dann konkret? Sollen wir einfach zuschauen, wenn Putin da mit seiner Armee in der Ukraine schaltet und waltet? Er schaltet ja nicht und waltet. Die Ukraine ist ja zum großen Teil russisch. Nicht? Dann soll man eben die Spaltung machen und eine Trennung machen und eine Föderation machen, was auch immer. Aber jedenfalls, man muss ja nicht die Russen der Ukraine zwingen, auf ihre Sprache zu verzichten, was man ja verlangt hat. Nicht? Und im Übrigen müssen wir eins bedenken, die Gefahren für uns, die liegen ganz woanders, die liegen am Mittelmeer. Aber das Mittelmeer haben die Deutschen zwar für ihren Urlaub entdeckt, aber politisch ist das offenbar in den Vorstellungen Berlins und Brüssels völlig abwesend. Welche Gefahren sehen Sie da? Wir haben in Syrien die Übernahme der Gewalt. Wenn Assad stürzt, was ja viele Leute erhoffen und darauf sehen, dass sie dann Al-Qaida an der Macht haben in Syrien. Und nicht nur in Syrien, im Irak auch und im Libanon zwangsläufig dann auch, es sei denn die Hezbollah, die eine gute Truppe ist, ich kenne jemanden ebenfalls, völlig verleumdet. Und dann eben dieses ständige, wie soll ich sagen, Pöbeln gegen den Iran. Der Iran hat uns doch nichts getan. Das wäre für uns ein fabelhafter wirtschaftlicher Partner. Und ob wir nun eine Atombombe bauen oder nicht, Pakistan hat eine Atombombe. Und die ist wahrscheinlich sehr viel bedenklicher als alles, was die Iraner eines Tages konstruieren werden. Also Sie haben jetzt geschildert,